da bin ich wieder. Ich war gerade auf der Seite, um nachzuschauen, und da ist mir eingefallen, vielleicht bin nicht ich derjenige, der diese, der... Moment, vielleicht bin ich nicht derjenige, für den er mich hält, sondern ich bin derjenige, ja, der ich seiner Meinung nach zu sein scheine. Ich muss wahrscheinlich nur die richtigen Antworten geben. Also. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Und das ist jetzt die Antwort desjenigen, der hier eigentlich stehen sollte. War das einer der Totenwächter? Die Totenwächter. Die Fähigkeit eines Totenwächters? Plötzlich vor Freude in den Himmel. Es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Gut. Also ich hatte jetzt noch nicht nachgeguckt, ne? Wer schützt wollte aber. Das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Die Krieger? Die Priester? Die Krieger? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Alles Priester schuld. Die Gelehrten. Hätte ich gesagt. Die Gelehrten. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Heiler hatten wir noch nicht, ne? Das letzte Wort im Rat der Fünf. Keine Ahnung. Die Heiler. Wer lindert das Leid? Nein. Und versorgt die Kranken? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Die Priester. Deine Antworten sind so falsch wie deine... Ich werde dir... Hey. So, pass auf, nochmal. Stell deine Fragen, lalala, Totenwächter. Da jetzt hätte ich die Antwort nicht... Die Gelehrten? Die Gelehrten. Wer kann... Die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem... Die... Oh. Pass auf. Ich weiß. Wir machen das noch mal mit den Karten. Haben die Tafel noch dabei? Dass wir uns die Informationen noch mal anschauen können. Also. Nee. Haben wir da nicht eine Geschichte irgendwo? Alte Steintafel, zwei Handkampf, ein Handkampfstein. Sehr gut. Kann ich die... Information nicht irgendwo lesen. Steckbrief. Der Brief. Ich fürchte fast nein. Computer sagt nein. Allgemeine Infos. Die Sprache der Bauer. Nee. Der Schmied. Besonderes. Lehre in der Außenwelt? Nee. Ich weiß, wo ich die Missionen, die Informationen lesen kann. Ich habe sie ja schon gelesen. Ich hätte sie mir vielleicht merken sollen. Na gut, wir versuchen es noch einmal nach der Logik. Eigentlich ist es geplant, dass man jetzt nochmal durch die einzelnen Tempel läuft und dort diese von Steinwächtern gehaltenen Tafeln durchliest, wo dann draufsteht: Die Kriegerkaste beschützte uns vor jeglichem Unheil oder die Kaste der Heiler sorgte für unser Wohl und irgendwie solche Texte. Und die müssen wir eben dann hier vortragen. Ich werde das aber so machen, dass ich das jetzt noch einmal probiere und wenn es nicht funktioniert, das kann ich doch alles nochmal abzulaufen, schaue ich mir das eben nochmal an, wie es ist. Ja, es ist ja wie es ist, ne? Komm, wir versuchen es nochmal. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda? Krieger. Nee, Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Das waren die Krieger. Die Krieger. Wer kann mir einen... Da hätte ich jetzt gesagt, der Priester. Totenwächter, Priester. Einen direkten Befehl. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Quahodron des Königs Blub. Es können doch die Gelehrten sein. Wir machen mal Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel? Die Gelehrten.
Die Gelehrten. Wer hat das letzte Wort im Das sind die Gelehrten. Shit. Die Wer lindert das Leid? Heiler. Die Heid. Wer hat das Priester. Das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Deine Antworten. Ich glaube, bis auf eins war es richtig. Also nochmal. Ich gehöre den Totenwächtern an. Die Totenwächter. Die Krieger beschützten uns. Wer kann mir? Direkt ein Befehl kommt von den Gelehrten. Wer ist schuld? Das waren die Priester. Die Priester. Wer hat das letzte? Das sind auch die Priester. Du, hätte ich gesagt. Das letzte Wort? Der kann mir einen direkt Befehl. Der Totenwächter können ihm Befehl erteilen, natürlich. Die. Wer? Lindert das Land, die Heiler. Die. Wer hat das. Verschlossen. Das kann ich nicht wissen. Eine Antwort. Ich. Nochmal. So, Totenwächter. Die. Wer schützte einst das Volk? Das waren die Krieger. Die. Wer kann mir. Die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer ist schuld an dem. Schulterübel sind die. Wer hat das letzte? Das sind die Gelehrten. Das letzte die Gelehrten. Wort. Wer lindert das Leid lindern die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen von. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind so. Ich will. Nochmal. So, ich gehöre den Totenwächtern an. Wer schützt das? Das Land wurde einst von den Kriegern geschützt. Wer kann mir. Einen direkten Befehl hast du von den Totenwächtern bekommen. Wer ist schuld? Schuld am Übel sind die Priester. Wer hat das letzte Wort? Wer ist schuld? Die. Wer hat das letzte? Das letzte Wort haben die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid von den Heilern? Die Heiler. Das gelindert. Wer hat das Wort? Total verschlossen haben die. Weiß ich nicht. Ich war. Deine so, einmal noch. Stell da. Moment. So, ich gönne den Totenwächtern an. Das Volk wurde von den Kriegern geschützt. Nein, die Frage nicht gelesen. Wer untersteht mir? Die Totenwächter? Die Totenwächter. Wer ist schuld an dem Übel? Die Gelehrten. Die. Wer hat das letzte? Die Priester. Die Priester. Wer lindert. Der Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen von. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Deine Antwort. Ich werde dir nicht. Und ich werde noch einmal nachsehen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, da sind wir wieder. Das war jetzt eine Sache von 15 Sekunden. Stell deine Frage. Welch? Ein Name kommt mich doppelt vor. Welche Kaste gehörte an? Totenwächter. Die Toten. Wer schützte ein. Die Kriegerkaste schützte. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die. Priester? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Krieger? Kommen die Krieger einmal vor? Wer hat das letzte Wort? Die Gelehrten haben das letzte Wort. Die Gelehrten. Wer lindert das. Die Heiler lindern das. Die Heiler. Wer hat das Portal. Portal verschlossen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Ah, ich vertraue dir. Zweimal die Kriegerkaste. Und werde dir meine Hilfe gewähren. Ach so. Ja, hier, ne? Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardemon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardemon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Wie kann der Geist denn einen Steintafel lesen? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr. Der ist schon halb tot. Der sieht schon sehr tot aus. Denke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod.
Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Wenn ich überhaupt aus der Höhle komme. Gut, das war Quahodron. Wir speichern übrigens heute auf der 17. Ja, schon die 17. Aufnahme. Geht ja noch. Oh. Toll, jetzt fange ich immer mit so einem Gerüll an. Ja, super. Ich glaube, ich komme hier gar nicht raus. Gleich mal raus. Entschuldigung, ich habe einen ganz wichtigen Arztbesuch. Ganz wichtigen Arztbesuch. Tschüss. Müsste ich eigentlich auch noch aufmachen, oder? Wenn ich da nicht schon dran war, ich weiß es gar nicht mehr. Wir gehen jetzt doch entgegen allen Bedenkens meinerseits zu dem Banditenlager. Ich nehme die Herausforderung an. Wir werden dorthin gehen, in den Adanos-Tempel eindringen, werden es versuchen. Wenn ich aber feststelle, huch, der ist aber schwer, werde ich erst ins Minental wandern. Dann fangen wir mit einer neuen Questreihe an. Ich glaube, so hatte ich das früher auch immer gemacht. Dass ich erst hier in Jagena rumgedallert habe. Ein paar Stunden. Und dann habe ich festgestellt, och, der ist aber ganz schön schwer. Dann machen wir erstmal was anderes. Ja. So ist das denn. Wir könnten natürlich den Myxier erstmal Bescheid sagen. Wegen dem Quahodron, wenn dem das überhaupt interessiert. Oder Saturas. Ich glaube, die sagen einfach nur, mach uns den Raven fertig und komm dann wieder. Oh. Ich glaube, für mehr ist da gar nicht von Interesse. Ist das schon wieder... Ja, warum macht er mal die Sichtweite runter? Vielleicht habe ich das in den Voreinstellungen so, aber eigentlich nicht. Lass ich mal gucken. Wo ist denn der Myx hier? Sprichst du noch was Neues? Nö. Alle sind offen, das ist gut. Da kann ich gleich eins von nehmen. Oh, der läuft da hinten lang. Das ist der Händler. Da gucken wir drüben noch mal eben. Drüben. Doch den einen hier aus Gossi, den man so schön mit dem R gerollt hat. Der Zorn Belias. Lehre mich ehrlich. Nö. Saturas, hast du noch was Neues für mich? Satu, alter Junge, komm mal hier. Ich hab da noch eine Frage. Hey, du. Hallo. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Was? Hat der Geist geredet? Ja, das den Geist aufgegeben. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Lass mich raten, das soll ich machen. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Mhm. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Mhm. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Durchaus. Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren.
Ja, was sind denn? Ja, was sind denn die Kammern des Adanus? Ja, grüße, grazie. Der sagt das ja selber. Was sind die Kammern Adanus? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Ja. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Und dann? Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Ja, nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Okay. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Wir werden sehen. Adanos möge dich schützen. Das hast du doch gerade schon gesagt. Toll. Hauptsache ich falle erstmal den Tempel runter. So, dann können wir eigentlich nochmal schlafen gehen. Spare ich mir ein paar Zutaten. Und dann probieren wir das mal aus, würde ich sagen. Gute Nacht. Kann ich nicht irgendwo sehen, wie viele Nächte ich schon durchgepennt habe? Ich glaube hier bei meinen Aufgaben, oder? Tag Dingenskirchen 23. Echt schon so oft geschlafen. Ich habe eigentlich immer relativ wenig geschlafen, weil ich selbst in der Nacht mal durchgespielt habe. Also jetzt nicht in Real Life, sondern vielleicht auch manchmal. Sondern hier im Spiel. Ich werde natürlich das Portal nehmen, ich bin ja nicht blöd. Meistens. Wir probieren es aus. Na los. Moin Jungs. Musst du mir euren Anführer töten. Tschüss. So, Zeit, dass wir hier reinkommen. Trau mich nicht. Und er traut sich doch. Was dröhnt hier so? Ich sollte speichern. Yerhedra. Akantar. Gesundheit. Melon. Sag Freund und tritt ein. Na. Yerhedra. Ja, hast du doch gerade schon. Akantar. Ich schätze mal, hier kommen noch ein paar Steinwächter. Und ich schätze mal, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ich habe vorhin gespeichert, bevor ich durchgegangen bin. Silberkette, rostiges Schwert, Trank. Ups. Was ist das? Da ist ein Zeichen an der Wand. Hier ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Drücken. Bin erschrocken. Oh. Das war der falsche. Entschuldigung. Boah, hat mich echt erschrocken gerade. Das sind die Insignien der Kasten. Yerhedra. Akantar. Ich sollte mich vielleicht noch einmal belesen. Immerhin habe ich die Insignien bekommen. Und den Schlüssel habe ich ja gesehen, okay. Da oben ist noch so eine Falle. Also wenn ich hier jetzt den Schlüssel aktiviere, müsste das oben runterkommen. So rein aus Logikgründen. Ich speichere mal unter alles Gute von oben. Was haben wir denn? Wir haben eine Welle. Das sind Wetterzeichen. Mal gucken, was wir da für Insignien bekommen haben. Vielleicht finde ich irgendwas auf der Tafel. Hier. Nee.
steht auf einer der Insignien was Interessantes drauf. Nur der Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Das ist dann die zweite Falle. Was ist mit der ersten? Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt habe, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Was ist das für ein Stein? Violette. Ich kenne die richtige. Violette, nicht die Heiler. Sind nicht die Krieger? Ich werde einfach direkt hier speichern. Es muss ja einer von denen sein. Ich versuche mal mit die Welle. Nein. Dann machen wir das halt auf gut Glück. Ich müsste jetzt wissen, welche Farbe zu welcher Kaste gehört. Oh, da bin ich gerade ein bisschen raus. Das ist auch nicht. Also die hätte ich jetzt am ersten noch getippt. Welle ist es nicht, Blitz ist es nicht, Schlüssel ist es nicht. Was ist mit Sonne? Sonne ist es auch nicht. Also wenn es jetzt auch nicht die Krieger sind, dann muss ich erst was anderes machen. Vielleicht muss ich auch erst den Stein hinter mir betätigen. Nanu? Ach, es ist eine Folge. Ist ja noch schlimmer. Das ist eine Folge. Entsandte die Krieger. Das Erdbeben, Sonne, Schlüssel. Schlüssel sind die Gelehrten. Naja, komm, mach mal gut Glück. Ich habe mich zu schlecht belesen. Wann habe ich das letzte Mal aufgenommen? Vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen habe ich die Information das letzte Mal erschnüffelt, sozusagen. Nein! Der habe ich gerade eben zu früh gedrückt. Entschuldigung. Also, Krieger. Machen wir mal Erdbeben oder was das ist, oder Welle? Okay. Nein. Ich glaube, der Schlüssel ist zuletzt dran. Das sind so eine Stellen, wo man sich freut, dass es die Lade- und Speicherfunktion gibt. Die gab es in alten Spielen ja nicht. So. Was habe ich denn gerade genommen? Komme ich mal den? Natürlich. Nee, der Schlüssel muss der letzte sein. Das hatte ich gerade noch gesagt. Es ist früher Morgen, Entschuldigung. Für gewöhnlich spiele ich 12 Stunden später. Oh. Oh, was ist da hinten mit dem? Okay, wir speichern. Okay. Okay.